Herzlich willkommen mal wieder zum Gamers Global Games Anwalt. Mein Name ist Henrik Rasemann und heute soll es mal wieder um die wichtigsten rechtlichen Fragen beim Let's Playing gehen. Und dafür habe ich ein paar Zuschriften bekommen und die gehen wir jetzt mal kurz durch. Und ich habe mir noch einen besonderen Stargast heute eingeladen, nämlich Rechtsanwalt Henrik Rasemann. Der wird uns gleich ein paar Fragen beantworten. Setzen Sie sich schon mal. Genau, wir fangen mal gleich an. Die erste Frage kommt von Henry K. aus K. Wie sieht's denn aus, wenn ich Let's Playe und dafür Spiele verwende, Szenen aus Spielen, die ich nicht selber programmiert habe und an denen ich nicht direkt die Rechte habe? Darf ich das denn? Ja, gleich mal die Frage an den Fachmann. Ja, die Frage kann man sehr einfach beantworten, weil das Recht an diesen Werken, beziehungsweise auch an den Filmchen von Spielszenen, das liegt ganz eindeutig bei den Publishern beziehungsweise bei den Herstellern dieser Spiele und die dürfen selber bestimmen, was damit passiert. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel nicht damit kommen kann, dass ich hier in solchen Fällen, zumindest beim normalen Let's Play, als Zitat das Ganze werte, weil Zitate, dafür muss ich mich dann inhaltlich zwar mit dem Werk auseinandersetzen, das tun Let's Player, aber eben immer nur mit einem ganz kleinen Ausschnitt und nicht mit stundenlangen Darstellungen des Originalspielinhalts. Und auch wenn ich sage, okay, bei GTA 5, da bestimme ich doch auch, wie ich spiele, das ist doch eigentlich eher mein Werk, was da gerade passiert, das ist ja kein Film. Nee, zählt nicht. Das maßgeblich ist eben das, was hier tatsächlich gerade auf dem Bildschirm passiert, wie das dargestellt ist, wie es programmiert ist. Und ich als Spieler habe zwar ein bisschen Einflussmöglichkeit, erhalte dadurch aber nicht ein Recht, das über dem stehen würde, was der Hersteller bzw. Publisher hat. Okay, dann erreicht mich ganz frisch gerade eine weitere Frage von Henry K. aus K. Wie ist es denn dann? Also es gibt doch eine ganze Menge Leute, die im Netz Let's Play-Videos veröffentlichen. Sind die alle kriminell? Wieder der Fachmann gefragt. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich brauche eine Lizenz. Das heißt, das Einfachste wäre, ich frage einfach den Hersteller bzw. Publisher, darf ich das? Und wenn er sagt, jo, du darfst das, dann darf ich das auch. Das ist natürlich so, dass das relativ aufwendig ist. Deswegen haben viele Hersteller inzwischen gesagt, okay, ihr dürft das, wir dulden das oder ihr kriegt sogar eine eigene Lizenz. Die kann man dann zum Beispiel mit so einem Formular bekommen bei Electronic Arts. Andere, wie gesagt, Rockstar, die schreiben extra auf ihre Webseite, was man darf, was man nicht. Und dann, wenn das da eben öffentlich steht, jedenfalls sollte man sicherheitshalber das Ganze vielleicht sich mal ausgedruckt haben, dann gilt das auch erstmal. Da müssen sie sich dann auch festhalten dran und dann darf ich auch Let's Playen. Ja, da lässt auch Henry K. aus K. nicht ganz locker. Er schiebt gleich noch eine dritte Frage hinterher. Ja, was droht denn, wenn ich jetzt eine solche Lizenz denn nicht hätte? Kann mir denn da überhaupt irgendwas passieren? Ja, kann was passieren? Ja, nun haben natürlich auch die Hersteller erkannt, dass tatsächlich solche Let's Play-Videos einen gewissen Werbewirksamkeitseffekt haben und deswegen eben doch eher selten bis gar nicht dagegen vorgehen. Das muss jetzt nicht heißen, dass bei denen, die das dann entsprechend nicht freigegeben haben, dann wirklich gar nichts droht. Aber es kann tatsächlich passieren, beziehungsweise passiert in der Regel eben nichts, dass dann was passiert. Vielleicht schlimmstenfalls, dass das Video dann gelöscht wird. Es könnte aber, weil die Rechte, wie gesagt, liegen dort und auch ich als derjenige, der dort eben das Ganze reingestellt hat, bin auch dafür mitverantwortlich, was ich da reingestellt habe. Kann mich auch nicht ausreden, nur das ist ja YouTube, wo das Ganze dann drin läuft. Also erst recht sollte man natürlich aufpassen bei geleakten bzw. bei Spielen, die noch gar nicht so richtig öffentlich sind, von Vorversionen und so weiter, rede ich da zum Beispiel, weil da sind die Hersteller in der Regel wirklich nervös und gehen dagegen auch vor. Und da könnte dann auch tatsächlich mal was drohen. Also ja, im Zweifel lieber nochmal nachgucken, ob nicht doch irgendwie eine Lizenz zu erreichen ist bzw. das Ganze eh geduldet wird. Da bekomme ich ganz frisch noch eine weitere Frage von Henrika aus K. eingereicht. Ich habe gelesen in vielen Foren, es gibt doch sowas wie Fair Use. Das gibt es in Amerika und YouTube ist doch amerikanisch. Also gilt da nicht auch das Fair Use und damit haben wir diese ganzen Probleme nicht. Und Sie reden hier völligen Quatsch, ja, Herr Rechtsanwalt. Dieses Fair Use, das ist so eine Urban Legend, die immer wieder überall zu lesen ist. YouTube ist doch amerikanisch, da gilt das ja.
Klar, Fair Use würde hier tatsächlich einiges weiterhelfen, weil das ermöglicht solche Sampler bzw. Collagen und. Aber wir sind eben in Deutschland. Und wenn ich so ein Video hier in Deutschland hochlade, selbst wenn ich einen amerikanischen Dienst dafür verwende, hilft mir das mal gar nichts, weil ich bin für das verantwortlich, was ich hier mache und was ich auch im Zweifel, weil ich hier das Ganze auch auf Deutsch mache, meinen deutschen Zuschauern zur Verfügung stelle. Kurz gesagt, YouTube ist hier also in der Sache für mich raus. Ich muss also dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Fair Use hilft mir nichts weiter. Bei YouTube kann das gegebenenfalls selber was anderes sein, insbesondere bei der Frage, wie die das vielleicht intern dann handhaben. Wann löschen sie was, wann löschen sie nichts? Aber von der grundsätzlichen reinen Lehre hilft es, wie gesagt, dem Spieler bzw. demjenigen, der das Ganze hochlädt, eben nichts. Ja, ich wiederhole mich, kommen wir zur nächsten Frage. Okay, das ist natürlich einsehbar. Nun gehen wir ein bisschen auch darauf hinaus, ob der Let's Player nicht auch Rechte hat. Nämlich Henrik Chaos K. schreibt hier, wie sieht es denn mit eigenen Rechten aus? Für mich als Let's Player kann mir jetzt jemand meinen Content, den ich draufgestellt habe, klauen bzw. habe ich denn selber ein Recht an diesen Videos? Was vermutet und denkt der Fachmann? Ja, das stimmt. Eigene Rechte habe ich daran dann. Also natürlich nicht Rechte, die dann über dem stehen, was der entsprechende Provider bzw. derjenige, der das Spiel vertreibt oder herstellt, hat. Wenn der mir die Lizenz wieder entzieht, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, wenn ich wirklich eine Lizenz bekommen habe. Wenn ich aber die Duldung zurückziehe, dann könnte ich gegebenenfalls ein Problem von dem bekommen. Aber ich habe an meinem Werk, das ich da geschaffen habe, wenn man mal davon ausgeht, dass ich die entsprechende Schöpfungshöhe erreiche, wirklich da auch mit meinen Kommentaren da einiges dann auch erreiche mit eigener urheberrechtlichem Gehalt, dann kann ich gegen Dritte wiederum vorgehen, die meinen Content entsprechend verwenden. Das ginge. Also so gesehen, auch da hat man tatsächlich dann eigene Möglichkeiten plötzlich. Ja, so scheint es zu sein. Gut. Dann kommen wir langsam zum Ende. Eine Frage hat Henry K. jetzt noch aus K. Und zwar geht es um den Jugendschutz. Er möchte gerne von Spielen, was Let's Playen, die in Deutschland verboten sind und auf dem Index stehen. Also Spiele mit besonders hohem Gewaltanteil und anderer Schmuddelkram, der eigentlich nur unter der Theke verkauft werden darf. Wie sieht's denn aus? Ist da Let's Playen denn eine Möglichkeit, diese Spiele nach außen zu bringen? Ja. Da ist die Sache ganz einfach eigentlich. Bei diesen rein verbotenen Spielen nach Strafgesetzbuch bzw. indizierten Spielen, da kann ich sagen, das darf nicht veröffentlicht werden, diese Videos, weil nicht mal unbedingt nur die Frage besteht, können da jetzt 18-Jährige nur gucken oder nicht, sondern die Frage besteht insbesondere auch, mache ich damit nicht Werbung für das Spiel? Und solche Spiele, die erst recht, die sie verboten sind, aber auch die indiziert sind, darf ich eben nicht betreiben. Und wenn ich doch Werbung mache durch so ein Let's Play-Video, dann kriege ich Ärger mit den gegebenenfalls sogar Aufsichtsbehörden für den Jugendschutz. Also da sollte ich auf jeden Fall die Finger von lassen, solche Videos. Selbst wenn die Amerikaner das in Massen machen, weil das bei denen eine ganz andere Geschichte ist. Aber hier in Deutschland sollte ich damit bitteschön vorsichtig sein und solche Videos nicht als Let's Play-Video hochladen. Selbst wenn ich anklicke ab 18 bei YouTube, das hilft erstmal gar nichts, weil da kann man diesen Schutz ganz einfach aushebeln. Und ich sage ja, das ist nicht mal die Frage, es ist die Frage, ob ich damit Werbung fürs Spiel mache und das ist hier ganz eindeutig gegeben. Ja, okay. Okay, also haben wir das auch geklärt, obwohl es gibt ja nicht nur die verbotenen Spiele und die auf dem Index, sondern es gibt ja die ab 18 und ab 16 Spiele und auch drunter, die man ganz normal im Laden kaufen kann. Da braucht man nicht extra mit rotem Kopf dann an die Theke gehen, sondern kann die ganz normal aus dem Regal nehmen, zur Kasse gehen und zahlen. Wie sieht es denn damit aus? Muss man da irgendwas rechtlich beachten, wenn ich diese als Let's Play veröffentliche? Herr Anwalt, gleich sind Sie entlassen, jetzt noch einmal reinhauen. Ja, da haben wir so eine Art Graubereich, beziehungsweise eigentlich gibt es ja den sogenannten Jugendmedienschutzstaatsvertrag und der beschreibt den Leuten vor, die Inhalte zu bereithalten, also selbst dem Let's Player, der das hochlädt bei YouTube, weil ich sage ja, bin ja selber damit auch für verantwortlich, der muss sich darum kümmern, dass die Jugendschutzrechte eingehalten werden, auch bei solchen Telemedien, bei solchen Filmchen. Das bedeutet wiederum, dass ich achten muss, auf welches Alter diese Spiele freigegeben sind. Wir reden, wie gesagt, nicht über indizierte und nicht über verbotene Spiele, sondern solche, die ich ganz normal im Laden ab 18 kaufen kann.
und die dort auch ausliegen. Die Werbefrage ist damit also ad acta gelegt. Ich muss mich nur darum kümmern, dass möglichst eben wirklich nur Leute, also Jugendliche, das Ganze sehen, die auch nur dieses Alter haben. Dabei kommt es auf den Inhalt an. Muss also nicht unbedingt, selbst wenn ich ein 18-Spiel habe, ich zeige aber nur die Intro-Sequenz und die Outro-Sequenz mit den schönen kleinen Zeilen, wer da dran mitgewirkt hat. Können urheberrechtlich, aber lassen wir es mal. Aber ist es sicherlich weniger ein Content, der jetzt ab 18 ist. Es kommt auf das drauf an, was ich wirklich dann darstelle. Und da müsste ich eigentlich dann auch sicherstellen, dass zum Beispiel jemand, der über 16 ist, das Ganze nicht sieht, wenn es ab 16 freigegeben ist, unter 16 natürlich, wenn das ab 16 oder unter 18, wenn es ab 18 ist, kann man mit Sendezeiten zum Beispiel machen. Ab 23 Uhr darf man ab 18 Inhalte zeigen, ab 22 Uhr ab 16 Inhalte. Aber nun jedes Mal abends das Video wieder neu hochladen, morgens um 5, 6 Uhr das Ganze wieder zu löschen, ist vielleicht nicht ganz so praktikabel. So gesehen also, ja, muss man da natürlich erstens ein bisschen drauf gucken, was für Szenen stelle ich wirklich da. Und auch dieses Häkchen, sage ich ja schon bei Amazon, mit diesem ab 18 Inhalten, hat zwar vielleicht eine kleine Wirkung, ist aber kein wirkliches Altersverifikationssystem, weil ich muss mich nur anmelden und dann bin ich schon per se ab über 18 mehr oder weniger bei YouTube gelistet. Das kann ich also als Jugendlicher ganz leicht umgehen. Ja, also wie gesagt, da muss man zumindest bei Spielen, die ab 16 sind, gegebenenfalls auch die insbesondere ab 18, gucken, was man da wirklich hochlädt. Und im Zweifel muss man eben schauen, was dann daraus folgen kann. Die Folgen sind vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei den verbotenen und indizierten Spielen, aber auch da könnte Ungemach zumindest drohen. Auch wenn mir da jetzt konkret in diesem Fall nicht so richtig bekannt ist, eher, dass dann solche Inhalte von YouTube vielleicht auf Wunsch dann gelöscht werden der Aufsichtsbehörden. Aber man muss ja auch erstmal rausbekommen, wer derjenige war, der es hochgeladen hat. Ein Freibrief ist das aber auf keinen Fall. Tja, das war deutlich. Damit sind Sie entlassen. Also Sie können gehen. Und mir bleibt dann noch an dieser Stelle mich zu verabschieden. Das waren die 7 wichtigsten Fragen zum Let's Play, die uns eingefallen sind. Wenn Sie und ihr noch Fragen habt, dann in die Kommentarfunktion drunter oder ins Forum von Gamers Global. Und dann gucken wir mal, ob wir dafür dann nochmal einen Update machen, ein Update von dieser Folge. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Fröhliche Herbstzeit noch. Tschüss. Und tschüss.